Auf vielfachen Wunsch soll es heute um das Thema Winterschutz bei Bananen und Palmen gehen. Und dazu habe ich mich mit den Profis verabredet. Und für mich ist das gleichzeitig eine Reise in die Vergangenheit. Ja, herzlich willkommen hier im Botanischen Garten der Universität Bonn. Hier habe ich studiert und hier ist auch dieses System der Pflanzen, was man als Student lernen muss, damit man die Pflanzenfamilien kennenlernt und sich mit den Gattungen auskennt. Und hier werde ich auch auf einen Profigärtner treffen, der sich mit dem Winterschutz bei so mediterranen, subtropischen Pflanzen wunderbar auskennt. Kommt mal mit! Letzte Woche hatten wir euch schon einen Wintergarten vorgestellt mit wunderschönen Bananen. Und diese Woche geht es ums Freiland, denn hier im Rheinland kann man durchaus auch Bananen draußen pflanzen. Felix, schön, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, hallo, willkommen. Gerne. Hier hinter hast du mir versprochen, kann ich Bananen sehen. Genau. Tada. Und, tada. Ja, im Winter sieht man wenig, aber ganz wichtig, sehr viel Laub. Wir haben ja echt 40 cm, fast 50, ja. Trockenes Laub. Ja. Und die Reste der Bananen sind so kurz davor zu kompostieren. Genau. Müssen wir vielleicht noch mal sagen, eine Banane ist ja eigentlich eine Staude, ne? Die komplett oberirdisch dann eintrocknet oder vergeht. Was ist wichtiger eigentlich, worauf man achten muss? Nässe oder Kälte? Ich meine, ich sehe jetzt hier, ist ein Schilf drum, als wahrscheinlich Windschutz. Das ist genau, den Windschutz. Auch hier sieht man, um die Blätter zu halten. Bei der Banane ist die Kälte eher die Gefahr. Wir versuchen im Prinzip, den Wurzelraum zu schützen. Das heißt, wir haben ja mit dem natürlichen Bananenlob, das sind ja hier 30 cm mit vielen schönen Lücken dazwischen, da braucht man jetzt eigentlich gar kein Regendach oder so etwas. Wir brauchen mittlerweile kein Regendach mehr, wenn die Laubschicht dicht genug ist, dass es nicht komplett durchnässt. Wir haben das drüben im Nutzpflanzengarten gesehen. Wir haben extra Eichenlaub genommen. Das ist besonders stabil, auch den Winter über. Da macht auch der Regen gar nichts. Man sieht, wir haben uns die Schilfmatte gespart und es klappt auch. Hier mit etwas mehr extra Aufwand kommt die dafür dann aber auch oft zur Blüte. Ah, ja, so ein botanischer Garten ist immer auch ein Experimentierraum für euch Profigärtner, muss man sagen. Man hat verschiedene Beete, große Bereiche. Der Bonner Botanische Garten ist groß und hat verschiedene Teile. Du bist normalerweise im Nutzpflanzengarten. Ja, genau. Drüben. Und da klappt es auch ohne die Schilfmatte. Also für uns hier im Rheinland sind das ja sehr gute Nachrichten. Würdest du sagen, man könnte Bananen überall dort pflanzen, wo man auch Wein anbauen kann? Das sollte gehen. Sollte gehen, ja. Ne? Das also sollte auf jeden Fall gehen. Ich meinte damit jetzt nicht den Hang, aber. Ja, genau. Ja. Ja. Nee, es ist wirklich, wenn man sich ein bisschen Mühe macht und eine ordentliche Laubschicht sammelt, die noch vorwegfliegen sichert. Sollte dem nichts im Wege stehen. Wichtig ist dann im Frühjahr ordentlich Wasser und Düngen. Ja, Düngen, ne? Ich habe gesehen, Pferdemist, ne? Hattest du schon erzählt. Das genau. Ist euer Geheimnis. Das ist unser Geheimnis. Also die Bananen, die schaffen ja locker 3 Meter im Jahr, wenn die gut versorgt sind. Aber dafür müssen sie halt gut versorgt werden. Und der oberirdische Teil stirbt hier jedes Jahr im Winter zurück, muss also komplett neu aufgebaut werden. Und dazu braucht die Pflanze viele Nährstoffe und viel Wasser. Klar, muss man sich mal vorstellen, was für eine Pflanzenmasse erzeugt werden muss, ne, jedes Jahr von, von so einer Staude. Letzte Frage noch zu den Bananen. Früchte ernten, kann man das eigentlich? Früchte? Nee. Eher nicht. Ich habe es hier noch nicht erlebt. Ja. Man muss auch sagen, unsere Bananen drüben im Nutzpflanzengarten ist erst seit 5 Jahren circa da draußen. Die wächst prächtig, blüht wenig. Hier die blüht immerhin. Aber der Sommer reicht noch nicht, dass die Früchte reif werden. Also so eine Musa Basio-Blüte, also eine Bananenblüte sieht ja auch spektakulär aus, muss man sagen. Ja. Wahrscheinlich sind die Früchte nur so kleine Dinger, ne? Die, ja, genau. Die sind auch eher kernreich. Das ist jetzt nichts zum Essen. Wenn man da einen Wintergarten hat, dann kann man sich kleine kanarische Bananensorten, Dwarf Cavendish oder so holen. Stimmt. Da kann man dann auch essbare Früchte ernten, wenn man die im Winter reinholt. Das wäre dann die Alternative. Okay. Wenn man aber was im Garten haben will, dann Musa Basio. Den Tipp mit der Dwarf Cavendish, mit der Banane, werde ich der Adelheid mit ihrem Wintergarten mal weitergeben. Und wir gehen weiter. Drüben sind nämlich noch ganz andere Winterschutzmaßnahmen bei Palmen. Da sehe ich nur Dächer. Da gehen wir mal hin. So, jetzt haben wir hier nämlich Kandidaten. Ich komme mal hier rum. Du gehst dahin. Die natürlich oberirdisch nicht zurücksterben, sondern schönes, immergrünes
immer grüne Wedel haben, hartlaubige Wedel. Hanfpalmen, ne? Ja, genau. Genau. Und die brauchen, wo werden die nicht eingewickelt im Winter? Früher hat man das gemacht. Ich kenne das noch aus meiner Ausbildungszeit, dass wir die komplett eingepackt haben. Innen in ja, Vlies, ne? Oder Schilfmatten und dann außen drum nochmal mit Plexiglasplatten. Wir haben gemerkt, von den Temperaturen her ist das gar nicht mehr nötig. Was aber wichtig ist, ist ein gewisser Regenschutz. Die Gefahr ist nämlich immer, dass es in das Palmenherz, das, so nennt man den Punkt, wo die neuen Blätter entstehen, hineinregnet und dann gefriert. Und wenn dort das Gewebe zerstört wird, dann stirbt meist die ganze Pflanze. Das ist der Trick. Deswegen machen wir jetzt noch Dächer drüber bei einigen besonderen Palmen. Ja. Um das zu verhindern. Ja, das ist natürlich ein ganz einfacher Trick. Man braucht einfach nur ein Regendach. Und dann klappt das ganz gut, bestimmt in Winterhärtezone 8 sowieso. Ja. Und die Palmen werden jetzt wahrscheinlich mit dem Klimawandel so langsam. Ja, wenn wir 50 Meter in die Richtung gehen, sehen wir Sämlinge. Ach, die Sämlinge? Hanfpalmen. Die werden wir euch gleich noch mal zeigen. Wenn ich mich jetzt hier noch umgucke, sehe ich noch weitere Pflanzen mit Dächern. Das sind Yuccas, nehme ich an, ne? Da drüben. Ja, genau. Das sind verschiedene Yucca-Arten, etwas besonderere. Und auch die wollen wir schützen vor Regen oder vor gefrierendem Regen im Herzen der Pflanze. Ist im Prinzip das gleiche Prinzip, ne? Auch da gibt es so ein herzartiges, so ein Kernwachstum, so ein Kegel, ne? Der genau. muss geschützt werden. Jetzt ist das ja auch echt eine schöne Unterpflanzung. Ist das? Das ist der Bärenschwingel, Festuca. Ja, ja. Genau. Zum einen ästhetisch finde ich, passt es sehr gut. Dann aber auch, man sieht es hier, ist eine sehr lockere, luftige Sache und auch damit wieder ein Isolationspolster. Total. Hat man das Nützliche mit dem Schönen. Also ich finde das toll, wenn man mal durch einen botanischen Garten geht, nicht nur um Pflanzen zu lernen, sondern einfach auch mal zu gucken, welche kleinen Mini-Ökosysteme, kann man fast sagen, zusammen funktionieren oder Gestaltungssysteme zusammen funktionieren. Müsst ihr mal machen, mit offenen Augen durch alte Gärten laufen. Da entdeckt man die Kombinationen, die man im eigenen Garten irgendwie auch nachahmen kann. Was würdest du noch sagen, wenn man jetzt selber als Palmenfan im Handel auf die Suche geht? Ich meine, ich muss sagen, auch bei Baumärkten sieht man ja immer wieder Palmen stehen. Sind die alle gleich winterhart oder könnte man da irgendwo? Man sollte sich auf jeden Fall informieren über die Art oder im besten Fall auch über die Sorten, ob es da schon Erfahrungen gibt. Da gibt es durchaus Bandbreiten, wie winterhart die Sorten sind. Und dann ruhig auch mal nachfragen, wo die Pflanzen herkommen. Die sind normalerweise nicht in Deutschland angezogen. Und es ist, lässt sich immer ein bisschen rückschließen, wo die Pflanzen herkommen, wie winterhart sie dann sind. Ob die dann schon mal Frost erlebt haben oder ob das was ganz Neues für die Pflanze ist. Ah ja, also das bestätigt auch so ein bisschen meine Erfahrung. So aus der Baumschule, wenn es verschiedene Produzenten gibt für irgendeine bestimmte Pflanze, dann haben wir gemerkt, dass zum Beispiel wenn in Italien Palmen hergestellt werden, dass die aus dem Norden viel robuster sind als die aus Mittelitalien. Also einfach mal die Baumschule des Vertrauens auch mal fragen, wo kommen die Sachen her, ne? Ja. Und jetzt hast du mir versprochen, du hast noch eine Überraschung für mich, was hier Winterschutz angeht. Da gehen wir hin. Da gehen wir mal gucken. Okay, jetzt sind wir hier an einem Tunnel angekommen, den wir leider nicht öffnen können, aber wir ahnen schon, was dahinter ist. Was haben wir hier? Genau, hier haben wir Feigenkakteen, Opuntien. Und die brauchen etwas mehr Schutz im Winter. Da ist es nämlich das Wichtigste, dass die sehr, sehr trocken stehen. Die können auch minus 10, 12, 15 Grad Kälte vertragen, wenn sie trocken stehen. Man sieht auch das Substrat, das ist hauptsächlich Lava hier an der Oberfläche. Wow, dass gerade der Wurzelansatz richtig trocken ist. Ja, das muss ich euch mal zeigen. Das ist das schöne Lavagranulat, was natürlich hier in der Nähe von der Eifel auch immer ein begehrtes. Genau, wir holen das meist selber ab. Produkt ist, ne? Ja. Kann man immer auch mal als Tipp geben, je nachdem, wo ihr wohnt in Deutschland und euren Garten habt, wenn es um Substrate geht oder um Steine im Garten, guckt mal, was in eurer Gegend so an Natursteinabbau vorhanden ist, anstatt von Gott weiß wo immer das Material zu kaufen. Ja. Nico kann mit seiner Kamera mal drunter gucken. Diesen Blick, den werden alle Besucher aber erst wann kriegen? Wann wird das abgebaut? Wir müssen natürlich immer ein bisschen auch das Wetter im Blick halten, aber wahrscheinlich um Ostern rum. Ah ja, also so in 4 bis 6 Wochen kann man die Feigenkakteen in wahrer Pracht sehen. Die entwickeln sich ja prächtig. Das sind so ein bisschen Gewinner vom Klimawandel, oder?
Ja, durchaus. Also gerade die heißen Sommer, die gefallen denen richtig gut. Und was ist denn deine Leidenschaft unter den ganzen Pflanzen? Das muss ich auch noch wissen. So, jeder Gärtner hat ja immer so ein bisschen Steckenpferde. Ja, ändert sich tatsächlich häufig. Die ganze Vielfalt fasziniert mich. Ich muss sagen, zu Hause, okay. Ich habe auch alles. Ich habe den eigenen Nutzgarten. Ich finde es toll, durch den Garten zu gehen und was zu naschen zu können. Dann will ich auch den Anschluss an die Umwelt haben. Also ich mache auch viel für Tiere, heimische Stauden. Aber dann bin ich wieder total fasziniert von irgendwelchen chinesischen Pflanzen. Die haben dann auch ihren Platz. Also das ändert sich ständig. Ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Ich als Biologe habe auch eher so einen Sammlergarten und probiere auch alles mal aus. Ja. So australische Pflanzen haben mich immer fasziniert. Da habe ich auch ein paar ausgepflanzt, aber ich habe gesehen, hier im Garten gibt es auch ein paar Frostschäden dann doch. Ja, genau. Ja. Das bei mir zu Hause treibe ich auch so einen Aufwand meistens nicht. Da ist es eher so, gucken, was hält's aus. So ist es. Super. Also mit diesen tollen Eindrücken, vielen Dank übrigens nochmal. Ja, gerne. Felix, wir kommen gerne wieder. Mit den Eindrücken verlassen wir euch hier aus dem Botanischen Garten in Bonn. Das waren jetzt drei Beispiele, wie man subtropische Pflanzen auch hier in der Gegend draußen pflanzen kann, überwintern kann. Das nächste Video, wenn ihr weiter im Kanal bleiben wollt, gibt es hier oben. Den Kanal abonnieren natürlich, selbstverständlich hier. Und hier unten gibt es die Gardify-App. Da seid ihr natürlich in der kompletten Welt des Gartens mit über 6000 Pflanzenporträts. Ihr habt euren Kalender, den passenden. Ihr könnt Pflanzen mit der Kamera bestimmen, habt euer Gartenwetter und könnt mit uns Kontakt aufnehmen zu Pflanzenfragen. Also macht das doch mal, dann sehen wir uns da wieder. Tschüss!